Der französische Physiker Coulomb hat festgestellt, dass zwei gleichartige Ladungen sich abstoßen und dass zwei verschiedenartige Ladungen sich anziehen. Zum Beispiel, diese zwei positiven Ladungen Q1 und Q2 stoßen sich mit gleich großen, aber entgegengesetzten Kräften ab. Wir bezeichnen mit F2.1 die Kraft, mit der die Ladung Q2 auf die Ladung Q1 wirkt. Also, wir bezeichnen mit F1.2 die Kraft, mit der die Ladung Q1 auf die Ladung Q2 wirkt. Diese zwei negative Ladungen Q1 und Q2 stoßen sich ebenfalls mit gleich großen, aber entgegengesetzten Kräften ab. Hingegen diese zwei verschiedenartigen Ladungen Q1 und Q2 ziehen sich an mit gleich großen, aber entgegengesetzten Kräften. Wir bezeichnen den Abstand zwischen den Zentren der Ladungen jeweils mit klein r, und so können wir die Stärke dieser elektrischen Kräfte berechnen anhand der Formel von Coulomb. Diese Stärke wird berechnet durch eine konstante K-Index 0 mal das Produkt der Beträge der elektrischen Ladungen geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen den Zentren der Ladungen, und diese Konstante K0 ist gleich 9 mal 10 hoch 9. Die Einheit dieser Konstanten erkennen wir aus dieser Formel von Coulomb. Diese Einheit von K0 ist Newton mal Quadratmeter geteilt durch Coulomb Quadrat.